Tippen, ja, nein. Gut. Alles klar. So, also heute geht es um die Fast-Formel. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich kann euch garantieren, wer die Fast-Formel umsetzt, das F steht für Fettstoffwechselaktivierung. Fettstoffwechselaktivierung bedeutet, wenn ihr diese Tipps, die ich euch jetzt nachher gebe, umsetzt, werdet ihr innerhalb von 3 Wochen garantiert 3 bis 5% schneller. 3 bis 5%. Das bedeutet, dann wer bisher einen Zehner in 60 Minuten gemacht hat, der wird dann bei 57 Minuten rauskommen. Wer einen Marathon mit 4 Stunden gemacht hat, der wird innerhalb von 3 Wochen mit dieser Strategie dann nicht mehr bei 4 Stunden rauskommen, sondern bei 3,48. Da seht ihr das Thema Fettstoffwechselaktivierung in der neuen Ausführung, die ich nachher bringe, in der Sleep-Loss-Strategie, hat eine Riesendimension für einen Leistungssprung. Das war das Thema F. Dann Fast-Formel, das mittlere steht für AS, allgemeine Stabilität. Es nützt euch ja nichts, wenn ihr immer schneller werdet, immer mehr Mitochondrien habt, immer ausdauerleistungsfähiger werdet. Und dann entzünden sich die Sehnen und Bänder, euer Immunsystem macht schlapp. Und deshalb AS zeige ich euch auf, was ihr umsetzen könnt, damit euer Körper einfach langjährig, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre hoch trainierbar bleibt, so dass ihr dann auch mit 50, 60, 70, 80 eure Altersklassen dominieren könnt. Und dann das T von der Fast-Formel. Das T steht für Top-Leistung im Wettkampf. Da zeige ich euch eben, wie ich es mit meinen Profiathleten handhabe am Wettkampftag. Diese Strategie der Profis könnt ihr 1:1 umsetzen. Und ich kann euch jetzt schon garantieren, wenn ihr die Tipps umsetzt in der Fast-Formel, dann habt ihr am Wettkampftag ein Siegergefühl, ja, weil ihr könnt von Anfang an besser Tempo machen und ihr kommt mit Lächeln am Ziel und seid schneller. Also es ist eine tolle Sache. So, der zeitliche Rahmen. Ich versuche den Vortrag in 60 Minuten zu durchzubekommen. Vielleicht schaffe ich es auch ein bisschen schneller. Und ich möchte es so machen, dass ihr Fragen natürlich stellen könnt, aber am Ende. Das heißt, immer, wenn ihr jetzt Fragen habt zur Fast-Formel, zu F, AS oder T, dann schreibt sie euch einfach auf ein Blatt Papier. Also für alle, die jetzt kein Papier haben und kein Kugelschreiber, einfach noch schnell mal aufstehen und Papier und Kugelschreiber holen, weil dann zum Schluss gehen wir in die Diskussion rein. Und da bin ich für euch heute da, dass ihr dann eure Fragen loswerden könnt und vielleicht auch dann persönlich fragen könnt, ja, wie ist es jetzt bei dem Training und wie mache ich das am besten? Gut, also, dann fangen wir an. Fettstoffwechselaktivierung. Das F steht also für Fettstoffwechselaktivierung. Der Körper, der Muskel, der Herzmuskel und auch der Muskel hier in den Beinen, der kann mehr Fett verbrennen, wenn ihr den vorbereitet. Und Muskel vorbereiten heißt, wir haben klare Strategien, dass der Muskel lernt, durch mehr Mitochondrien besser Fett zu verbrennen. Und wer mehr Fett verbrennt, ja, der kann dann einfach von Anfang an mehr Mitochondrien einsetzen. Der hat mehr Kraftwerke, der kann von Anfang an höhere Tempi machen. Und was auch ganz wichtig ist, mehr Mitochondrien durch eine gezielte Fettstoffwechselstrategie bedeutet auch Langlebigkeit. Mit der Fast-Formel habt ihr das Potenzial, 10 bis 20 Jahre länger zu leben, weil heute ist die Vitalität, heute weiß man, die Vitalität ist gebunden an dem Zustand eurer Mitochondrien, an den Kraftwerken der Muskelzellen und auch des Herzens. So, und wenn wir jetzt in die Fast-Formel reingehen, ihr habt hier hinten habt ihr auch das Buch eingeblendet. Die ganzen Informationen, ich glaube, ihr habt das Buch schon, sind im Fast-Buch drin. Und ich bringe auch heute noch die neue Sleep-Low-Strategie, die praktisch dann an das Buch ergänzend gemacht werden sollte. So, das Erste ist hier der Überblick. Die ganzen Tipps, die ich jetzt bringe, haben so ein bisschen eine klare Strategie oder so auch so eine Einteilung. Immer wenn der Daumen kommt, dann geht es um Trainingstipps. Wenn dann der Zeigefinger kommt, das ist der blaue Finger, dann geht es um Basisernährungstipps. Dann der grüne Finger, da geht es immer um Tipps und Informationen über Nährstoffe, wie man die Fast-Formel erreichen kann. Der rote Finger steht immer für Trainingsversorgung, Wettkampfversorgung. Und für mich der wichtigste Finger ist der Regenerationsfinger, der gelbe.
So, wenn wir dann also in das Thema Fettstoffwechselaktivierung reingehen und der erste Finger, ja, das ist der Daumen, der Trainingsfinger, dann gilt eine neue Strategie. Ihr könnt mehr Mitochondrien aufbauen, ihr könnt aktivere Mitochondrien bekommen und auch größere Mitochondrien, wenn das Training aus leeren Speichern gemacht wird. Und das ist die neue Strategie Train Low, Training mit niedrigen Kohlenhydratspeichern, weil das führt zu einer besseren Fettstoffwechselaktivierung. Und hier ist es interessant, dass wir Train Low empfehlen, sowohl bei den langen Läufen als auch bei den kurzen intensiven Tabata-Einheiten. Das heißt, es ist eine Änderung gegenüber früher. Früher hat man immer gesagt, ja, der lange Lauf, ja, wenn der am Sonntag war, dann hat man am Samstagabend eine Nudelparty gemacht und Pizza gegessen und dann den langen Lauf aus vollen Speichern gemacht. Und heute im Rahmen der Aktivierung der Mitochondrien, ja, da sagen wir, okay, am Samstagabend wird Gemüse gegessen, ja, Salat und Fisch. Und dann gehen wir mit niedrigen Speichern morgens in den langen Lauf rein. Klar, das ist voll trainingswirksam auf die Mitochondrien. Und da seht ihr, das sind neue Reize. Und das führt eben dann zu einer höheren Leistungsentwicklung. So, wenn man dann überlegt, wie sieht die Ernährung aus? Klar, das habe ich jetzt schon gesagt. Train low bedeutet einfach insgesamt bei der Ernährung die Kohlenhydrate zu reduzieren. Und das bedeutet weniger Nudeln, weniger Brot, weniger Kartoffeln, weniger Reis. Im Getreide, besonders Weizen und Roggen, das könnt ihr ja dann im Buch nachlesen, warum praktisch Weizen und Roggen besonders einzuschränken ist. Alternativen wären Dinkel, aber im Kohlenhydratbereich ist eigentlich so die Kartoffel fast noch das Beste. Aber denkt daran, auch Kartoffeln reduzieren. Grober Anhaltspunkt so auf 50% von dem, was man bisher gegessen hat. Das wäre Train Low, ja, mit wenig Kohlenhydraten. Und dann auf der anderen Seite fährt man natürlich Gemüse und Salat richtig nach oben. Gemüse, Gemüse, Salat, 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 so heißt der Slogan. Jetzt sagen dann viele, ja, okay, da werde ich aber trotzdem nicht satt, wenn ich auch doppelt so viel Gemüse esse. Und jetzt kommen praktisch die Sattmacher. Wenn ich wenig Kohlenhydrate esse, brauche ich deutlich mehr Fett. Und beim Fett gibt es gute Fettsäuren und schlechte Fettsäuren. Und die guten Fettsäuren, das wären Omega-3-Fettsäuren. Die braucht ihr viel, richtig massig, ja. Omega-3-Fettsäuren, die bedeuten, dass euer Immunsystem stärker wird. Das Herz schlägt stärker. Dann die Sehnen und nicht Sehnen, sondern die Muskeln werden elastischer, weil die Omega-3-Fettsäuren sich in die Membranen einlagern können. Und was wir auch wissen, ist, dass die Omega-3-Fettsäuren die Regeneration beschleunigen. Also Omega-3 nach oben. Omega-3-Fettsäuren sind im Fisch und im Speiseleinöl. Klare Empfehlung für euch, macht regelmäßig so 2 Portionen Fisch in der Woche und jeden Tag 3 Teelöffel Speiseleinöl. Im Buch könnt ihr nachlesen, warum im Speiseleinöl so viel Omega-3-Fettsäuren sind oder wie das im Verhältnis zu den anderen Ölen sich dann anlässt. Erster Tipp also, Omega-3-Fettsäuren deutlich erhöhen. Braucht ihr gar nicht auf Kalorien gucken. Wer mehr Fett zu sich nimmt und auch gleich Omega-3 Fettsäuren aus Nüssen haben will, dem empfehle ich besonders die Walnüsse. Also auch hier immer händevollweise oder handvollweise Walnüsse über den Salat. Das waren also die guten Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren richtig erhöhen. Auch deutlich mehr Omega-9-Fettsäuren, das wäre das Olivenöl. Also ihr braucht auf jeden Fall zu Hause ein Speiseleinöl als Omega-3-Spender und ein richtig gutes Olivenöl. Auch hier nicht sparen, lieber einen Esslöffel Olivenöl mehr über den Salat. Dann ist immer wieder die Frage, was auch zu den guten Fettsäuren gehört, wie sieht es aus mit dem Braten? Und ich empfehle anzubraten mit einem Bio-Kokosöl, weil Bio-Kokosöl kann man hoch erhitzen, ohne dass es praktisch sich schädlich umformuliert. Da man sagt, das Öl rostet nicht bei der Hitze, auch wenn Sauerstoff reinkommt, ja, das macht nichts aus. Im Vergleich dazu empfehlen wir heute nicht mehr mit Olivenöl anzubraten oder mit Rapsöl, weil jedes Öl, was man erhitzt, ja, bedeutet, dass da Oxidationen stattfinden durch den Sauerstoff und dann haben wir schädigendes Potenzial oder schädigende Potenziale im Öl, was erhitzt wird. Und deshalb klare Aussage, nur noch anbraten mit so einem Bio-Kokosöl. Das Bio-Kokosöl schützt auch übrigens eure Gelenke vor Arthrose. Wenn jemand von euch sagt, ah, ich mag aber nicht immer, dass alles nach Kokosöl schmeckt oder nach Kokos, ja, dann wäre die Alternative anbraten mit Butter oder Butterschmalz. So, das wären so die Anbratöle oder Anbratfette, die richtig gut sind.
Und dann ist die Frage, welche Fettsäuren sind schlecht? Und die fetten oder die schlechten Fettsäuren, das wären die Omega-6-Fettsäuren. Die erhöhen Entzündungen. Die bedeuten eine längere Regenerationszeit. Und diese Öle, die also Omega-6-Fettsäurehaltig sind, sind im Maiskeimöl, im Sojaöl, im Distelöl und Sonnenblumenöl. Diese Öle also weglassen. So, jetzt sind wir praktisch beim Thema Fett schlau. Ihr seht hier im Bild eingeblendet die Nüsse, das Olivenöl, dann seht ihr das Speiseleinöl und ihr könnt praktisch, wenn ihr wenig Brot jetzt esst, auf das eine Brot, Dinkelbrot, was ihr dann noch esst oder so, da dann Zentimeter dick Butter drauf machen, dann wäre das richtig cool. So, das wäre also Fett schlau. Bei Train Low werden keine Kalorien gespart. Ihr macht praktisch so einen Wechsel, ja, Kohlenhydrate runter und gute Fettsäuren nach oben. Und dann ist die Frage, ja, wie viel Eiweiß braucht ihr insgesamt? Das wäre wahrscheinlich der dritte Energieträger. Und von unserer Erfahrung sehen wir, dass viele Sportler zu wenig Eiweiß aufnehmen. Das braucht ja natürlich das Eiweiß für den Muskel, ja, für den Muskelaufbau. Die Mitochondrien sind auch bestehen auch aus Eiweiß oder werden aus Eiweiß aufgebaut. Und wenn wir mehr Eiweiß zu uns nehmen, ist gleichzeitig auch unser Knochen stärker, unser Immunsystem ist stärker und die Regeneration geht besser. Und deshalb also steuern wir immer so mit 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. So in meiner Form, ja, 1,75, ich wiege so 75 Kilo. 75 Kilo mal 1,5 wäre so 110 Gramm, ja. So 110 Gramm Eiweiß pro Tag. Und achte darauf, dass er so auf diese Mengen kommt. Und beim Eiweiß empfehle ich immer so eine Faustform, dass er so die 25er Zahl euch merkt. 25 Gramm Eiweiß stecken in 4 Eiern. 25 Gramm Eiweiß stecken in 250 Gramm Quark. Und 25 Gramm Eiweiß stecken auch in 100 Gramm Fleisch und Käse oder Fisch. Gut, das wäre dann so im Eiweißbereich, dass man halt drin schaut, dass man auf die Mengen kommt. Und deshalb empfehle ich immer so am Sonntag, wenn die Woche beginnt, kocht euch immer gleich so 10 oder 20 Eier ab, also macht hart gekochte Eier. Dann könnt ihr die immer mitnehmen, ja, egal, ob ihr unterwegs seid. Dann hat man immer noch eine Karotte dazu, vielleicht noch Nüsse. Und dann stimmt schon die Relation. Dann habt ihr Eiweiß dabei, habt die Nüsse, möglichst die Walnüsse, habt einen Fettträger dabei. Und dann könnt ihr noch Karotten und Gurke essen. Ja, dann ist eine Mahlzeit eigentlich richtig komplett. Das wäre also so im Überblick, ja, Train Low, dass ihr einfach so seht, Kohlenhydrate runter. Eiweiß wird größer, aber am meisten schaut ihr, dass eben mehr Fett in der Ernährung drin ist, mehr Nüsse, auch dunkle Schokolade nehmen, ja, und beim Käse nicht den Magerkäse, beim Quark auch keinen Magerquark, sondern so einen 20-prozentigen Halbfetten. Das wären dann so die Strategien. Und ich weiß immer wieder, dass viele sagen, ah, ich kann diese 10 Eier oder 20 Eier in der Woche kaum sehen. Und man will dann vielleicht auch nicht immer den Quark essen, ist auch nicht immer geschickt mitzunehmen. Und deshalb habe ich für Ultrasport den Ultra Pro entwickelt. Das ist der Eiweißriegel ohne Zuckerzusatz. Und den empfehle ich dann immer im Rahmen dieser Train-Low-Strategie sozusagen in der Tasche dabei zu haben. Wenn mittags das Essen nicht reicht im Eiweißbereich, wenn man nur einen Salat gegessen hat, ja, dann isst man noch einen Ultra Pro Eiweißriegel. Den habe ich auch so entwickelt, dass ein Ultra Pro Eiweißriegel 25 Gramm Eiweiß hat. So, dann gehen wir weiter mit Mahlzeitenhäufigkeit. Da hat man ja früher immer gesagt, ja, lieber mehrere kleinere Mahlzeiten. Neue Information, es ist besser, auf 2 bis 3 Hauptmahlzeiten zu wechseln, weil wir heute es schätzen, wenn wir zwischen den Mahlzeiten einen leeren Magen bekommen. Was passiert mit dem Leer, wenn euer Magen leer wird? Also wenn ihr mittags esst, so bei 13 Uhr und dann erst wieder um 19 Uhr, dann haben wir praktisch schön so 6 Stunden Zeit, ja. In den 6 Stunden wird der Magen leer und jetzt passiert was ganz Besonderes. Wenn der Magen leer wird, dann entsteht in der Magen Schleimhaut ein Hormon oder ein Signal, was der Körper dann aufnimmt und sagt, hey, jetzt muss ich Wachstumshormon produzieren. Und wenn der Körper durch den leeren Magen mehr Wachstumshormon dann produziert, bedeutet es dann deutlich mehr Fettverbrennung im Körper.
Es bedeutet auch mehr Regenerationshormone, besonders das Testosteron, was als großes Regenerationshormon bekannt ist. Ja, das wird stärker ausgeschüttet, wenn euer Magen leer ist. Und deshalb, wenn ihr dann zwischendurch immer essen würdet, so Äpfel und auch Nüsse zwischendurch, dann hätte das immer einen negativen Einfluss auf die körpereigene Ausschüttung von Wachstumshormonen. Und da ist es schon so, dass das kann nicht jeder gleich von Anfang an, aber das ist ein bisschen Disziplin und ich empfehle euch, auf diese 2 bis 3 Hauptmahlzeiten dann zu gehen. Auch dieser Wechsel auf 2 bis 3 Hauptmahlzeiten ist ein Thema für die Langlebigkeit. Ja, es wäre super, ja, wenn wir uns dann in der Fastgruppe mal dann verabreden können, jeder dann mit 90 oder mit 100, ja, dann machen wir so ein Aldi-Treff, dann werden wir sehen, das sind richtig viele, weil die Fastformel, die bringt Langlebigkeit und hohe Vitalität. So, dann kommt noch jetzt eine Einschränkung. Weil manche haben dann zu mir immer gesagt, ah, das Training ja aus Train Low, da mag ich, da bin ich langsam. Und jetzt kommt praktisch die Einschränkung. Ich empfehle Tempotraining und Intervalltraining immer aus vollen Speichern. Das heißt, wir wechseln auch in der Woche. Das heißt, wir haben dann insgesamt vielleicht mehrere Tage Train Low, ja, wo wir wenig Kohlenhydrate essen. Aber wenn zum Beispiel am Donnerstag Tempotraining abends drauf ist, dann empfehle ich am Mittwochabend Kartoffeln zu essen, am Donnerstagmorgen dann die Haferflocken zu essen, mittags dann vielleicht nochmals ein bisschen Obst und Banane und dass ich dann also praktisch in das abendliche Donnerstagtraining mit vollen Speichern gehe. Und nach dem Donnerstagtraining kann ich ja wieder die Kohlenhydrate im Rahmen der Train-Low-Strategie weitermachen. Wir haben gesehen, dass mit diesem Wechsel, ja, dass man also das intensive Training aus vollen Speichern machen soll, haben wir den größten Effekt, weil wir dann sowohl die Kohlenhydratverbrennung, ja, bei intensiver Leistung immer noch weiter trainieren und gleichzeitig dann im Rahmen von Train-Low-Maßnahmen den Fettstoffwechsel aktiviert halten. Und mit vollen Speichern zu starten bei den intensiven Einheiten bringt auch den Vorteil, dass die Leistungsfähigkeit aus vollen Kohlenhydratspeichern größer ist. Und dann hat man praktisch immer das Gefühl, wow, es geht immer voran. Und jetzt wäre der nächste Schritt, wenn ihr dann ein paar Wochen lang praktisch Train Low ein paar Mal unter der Woche gespielt habt, dann zwischendurch fürs Tempotraining dann aus vollen Speichern das Tempotraining gemacht habt, dann könnt ihr zwischendurch variieren und sagen, so, jetzt das nächste Tempotraining, das mache ich jetzt mal aus dem leeren Speicher, also aus Train Low heraus. Und wenn ihr da zum Beispiel 10 mal 1000 Meter auf dem Plan habt, dann könnt ihr sagen, gut, jetzt mache ich mal die ersten 2 Tausender aus leerem Speicher, geht in der Regel recht gut, ja. Und dann bei dem dritten, ja, nehme ich noch ein Gel vorher, ja. Und das wäre dann praktisch der nächste Reiz, ja, dass man versucht, auch zwischendurch so ein intensives Training aus dem Low-Modus zu bringen. Jetzt könnt ihr sehen, ja, wenn ich praktisch so Trainingsreize und Ernährungsreize kombiniere, ja, dann sagt der Körper, wow, was hat der mit mir vor? Ja, und da muss ich einfach Mitochondrien anschalten, muss meine Mitochondrien größer machen, muss da mehr Enzymkapazitäten reinbringen. Das ist praktisch die richtige Anpassung. Und so empfehle ich das, ja, den Ernährungsjoker so zu spielen, dass es Spaß macht, ohne dass man praktisch irgendwie eingeschränkt ist. Und ihr werdet merken, ja, Thema Fettstoffwechselaktivierung in dieser Form, wie ich es jetzt erkläre, ja, das bringt die 5% Leistungssteigerung und zwar innerhalb weniger Wochen. So, dann kommt jetzt der nächste Finger. Ihr seht, das ist so der grüne Finger. Da geht es ja immer um das Thema. Gibt es irgendwelche Nährstoffe, die den Fettstoffwechsel unterstützen? Und die Antwort heißt ja. Der Nährstoff, der mehr Fettverbrennung, sondern auch mehr mitochondriale Kapazität erzeugt, ja, das wäre hier die Sonne. Und deshalb also jetzt im Sommer, ja, geht jeden Tag 10 Minuten voll an die pralle Sonne und zwar 5 Minuten Bauch auf der Bauchseite und 5 Minuten den Rücken bescheinen lassen, dann produziert euer Körper richtig viel Vitamin D. Und im Winter empfehle ich allen eine Vitamin D-Ergänzung zu machen, so durchschnittlich 6000 internationale Einheiten an jedem Tag und zwar von Oktober, Ende Oktober bis Ende April. Und wer genau die Werte haben will,
die also im Blut angezeigt werden sollte, kann ich im Buch nachgucken, sind 50 bis 60 Mikrogramm pro Liter soll der Vitamin D-Spiegel sein. Und dann weitere Informationen, wo diese Vitamin D drin ist, im Lebensmittelbereich ist sehr marginal, sehr wenig, das können wir auch im Buch dann nachlesen. So, dann gehen wir zum nächsten Finger und das dann kommt der Trainingsfinger, ja. Trainingsversorgung, damit euer Körper lernt, ja, mehr Mitochondrien aufzubauen, ja, mehr Kraftwerke, um mehr Fett verbrennen zu können, wäre es wichtig, dass ihr die Trainingsversorgung spartanisch, schwäbisch macht, ja, das heißt einfach Wasser trinken. Wasser trinken vor dem Training, ja, das wäre ideal. Früher hat man gesagt, ja, ich esse noch schnell einen Riegel, ja. Ja, ist falsch. Der Riegel hat schon dazu geführt, dass man sagt, ah, oh, alles gut, ja, ich fühle mich heute gut. Aber es geht darum, dass ihr euch im Training nicht immer gut fühlt, sondern dass euer Körper sagt, hey, das ist anstrengend. Und genau das wollen wir. Train low bedeutet, dass ich auch vor dem Training dann nur Wasser trinke. Jetzt, wenn es heiß ist, ja, ganz wichtig, achtet darauf, dass in einen Liter Wasser ungefähr ein halber Teelöffel Salz kommt. Weil wir brauchen das Salz, weil wir Salz rausschwitzen. Wir schwitzen also Natrium raus, das ist im Salz drin, Natriumchlorid ist Salz. Und was auch ganz wichtig ist, wer sehr viel schwitzt und Natrium verliert, der bekommt schnell Krämpfe. Alle von euch, die leicht Krämpfe während der Belastung bekommen, ja, nehmt einfach den halben Teelöffel Salz in einen Liter Wasser und trinkt den vorher oder dann nehmt ein bisschen Wasser mit dem Salz, dann seid ihr da geschützt. Was auch interessant ist, wenn wir beim Salz sind, wer sein Wasser salzt, dann geht das Wasser viermal schneller durch den Darm, das heißt von Darm ins Blut haben wir eine Beschleunigung von dem Faktor 4, 400% schneller. Das bedeutet, besonders wenn es jetzt heiß ist, ja, wollen wir ja nicht, dass unser Wasser, was wir trinken, lang im Darm rumliegt, sondern wir wollen, dass es sofort ins Blut und in den Muskel reinkommt, ja, und deshalb also ist Salz unbedingt notwendig. Jetzt besonders, wenn es heiß ist. Und dann, wir wollen ja im Rahmen der Train-Low-Strategien die Mitochondrien ankurbeln. Und dann, wenn ich einen langen Lauf habe, ja, dann empfehle ich eben so ab der 60. oder 90. Minute, je nach Trainingszustand, erst dann kommen verdünnte Sportgetränke. Verdünnte Sportgetränke, das wäre dann so ein euer Sportgetränk, einfach viermal Wasser rein, ja, oder dreimal Wasser, oder je nachdem, in welchem Level steht ihr. Also je besser ihr trainiert seid, desto höher könnt ihr praktisch die Verdünnung machen. Jetzt komme ich noch zu einem Joker, das hätte ich schon eingeblendet, der heißt Arginin-Citrullin. Arginin-Citrullin, das sind zwei Aminosäuren. Die haben die Möglichkeit, erstens Ermüdung abzubauen. Ermüdung, die bei langer Belastung auftritt oder auch bei Tempotraining auftritt. Und zusätzlich hat Arginin-Citrullin die Möglichkeit, mitochondrial wirksam zu sein. Das heißt, wenn ihr bei einem langen Lauf so in der zweiten oder dritten Stunde eine Portion Arginin-Citrullin, so 6 Gramm zusammen, aufnimmt, dann sagt der Körper, wow, super, und kurbelt die Mitochondrien-Neubildung an. Und deshalb also sagen wir immer oder empfehle ich immer, wer leistungsmäßig sich ausbauen will, der soll praktisch auf diesen Arginin-Citrullin-Joker bei den langen Einheiten dann bauen. Und so habe ich dann auch das Add-on Amino, ja, von Ultrasports aufgebaut. Ja, da haben wir einfach Arginin-Citrullin drin. Einfach so 5 Milliliter nehmen, eine Portion rein, runterschotten und dann passt das also mit Schotten runtertrinken. Das passt dann auch so sehr gut. Dann habt ihr sicherlich auch den Gel-Chip schon mal gehört oder gesehen. Der Gel-Chip, das seht ihr hier, das ist so ein Notfallprodukt. Im Rahmen von Train Low will ich ja möglichst lang mit Wasser laufen. Ich habe niedrige Glykogenspeicher, weil aus niedrigem Glykogenspeicherzustand muss der Körper mehr Fett verbrennen. Und dann kann es sein, ihr lauft los, ja, fühlt euch recht gut und sagt, wow, ist gut, habt ihr noch diese Wasser und Salz getrunken. Und dann so nach 60 Minuten kommt ein Berg und dann sagt euer Gehirn, hey, da komme ich nicht hoch, ja. Gestern hast du mir keine Nudeln gegeben, ja, und jetzt soll ich da noch den Berg hochlaufen. Und dann ist es gut, dem Gehirn so ein bisschen einen Trigger zu geben. Und deshalb in diesen Notsituationen empfehle ich, so einen Gel-Chip zu nehmen. Gel-Chip im Mund nehmen, auseinanderbeißen, links und rechts in die Backentasche. Wenn euer Gehirn sagt, ich bin völlig platt, ja, da komme ich nicht mehr hoch. Nach 20 Sekunden sagt euer Gehirn, wow, toller Tag heute, ja, was kostet die Welt? Und
Deshalb empfehle ich im Rahmen von Train Low Training immer einen G-Chip mitnehmen. Ich habe nicht gesagt, dass ihr einen G-Chip praktisch immer nehmen sollt, sondern das ist der Notfall, ja. Und euer Gehirn wird schon sagen und wird schon erkennen, solange ihr hinten einen G-Chip drin habt, ja, bleibt das Gehirn in der Regel recht locker und sagt, oh, ich habe ja noch Energie dabei. Das bedeutet, wenn ihr 10 Trainingseinheiten habt, dann kann es durchaus sein, dass ihr 8-mal den G-Chip, das sind ja nur 5 Gramm Kohlenhydrate drin, wo G-Chip ist ja nur eine Spur, ja, fürs Gehirn, dass ihr 8-mal den G-Chip wieder nach Hause bringt und dann 2-mal hat euer Gehirn gesagt, jetzt ist aber praktisch der Tunnel da oder jetzt wird's dunkel, ja, dann braucht euer Gehirn tatsächlich den G-Chip. Deshalb also hier mit dem G-Chip ein bisschen spielen. So, jetzt kommt, seht ihr, jetzt kommen wir zum Thema Regeneration, der gelbe Finger. Und ich kann euch sagen, jetzt kommt ein ganz spannendes Thema, weil jetzt kommt auch die neue Sleep Low Strategie, wo wir einfach sehen, wow, das schaltet eben die Leistungsfähigkeit voll nach oben. Beim Thema Regeneration gilt die Aussage, dass wenn ihr nach dem Training Kohlenhydrate esst, dann sagen die Mitochondrien, toll, die Kohlenhydrate sind da, jetzt brauche ich nicht mehr Fett verbrennen. Wenn ihr aber nach dem Training sagt, okay, Muskel, komm, jetzt kriegst du mal 4 Eier, kriegst ein Glas Bismarck-Hering, was passiert dann? Dann hat der Körper keine Kohlenhydrate bekommen und sagt, hey, was hat der vor, ja, was geht da ab? Und das bedeutet, dass ihr dann, dass der Muskel dann sagt, weiter Mitochondrien müssen gebildet werden, noch mehr größere Mitochondrien, ja, der meint es ernst mit der Leistung. Und deshalb klare Aussage, Kohlenhydrate nach dem Training hemmen die Leistungsfähigkeit, hemmen die Entwicklung der Mitochondrien. Das bedeutet, hemmen die Kohlenhydrate hemmen den Fettstoffwechsel. Und deshalb hier praktisch nach dem Training gezielt eiweißreich, fettreich die Nüsse zu euch nehmen. Und das ist nur eine kleine Veränderung. Ihr werdet merken, am Anfang ist es vielleicht anstrengend, aber das dauert nicht lang. Dann kann das auch der Körper, weil der hat sich dann enzymatisch darauf eingestellt. So, und jetzt setzen wir noch eins drauf. Jetzt kommt diese Siegerstrategie, Sleep Low nach Dr. Feil. Wenn wir jetzt überlegen, ja, nach dem Training, jetzt esst er vielleicht einen Steak oder einen Fisch. Wann kommt das Eiweiß aus diesem Fisch oder aus Steak an? Das muss jetzt verdaut werden. Das kommt in den Magen rein, dann in den Darm, dann wird dort aufgespalten. Und das dauert bei Fisch und Steak, auch bei 4 Eiern, bei 4 Spiegeleiern, dauert das ungefähr 4 Stunden. Das bedeutet, da fehlen mir 4 Stunden Regenerationszeit, ja. Und ich brauche aber die Regeneration, ich brauche die Eiweiße schneller, ja, fürs Immunsystem, für die Regeneration, auch für die Mitochondrienbildung. Und deshalb diese Dr. Feil-Strategie, Sleep Low, heißt nach dem Training Eiweiß-Shake ohne Kohlenhydrate oder halt nur mit wenig Kohlenhydraten. Und dann ist so ein Eiweiß-Shake innerhalb von 30 Minuten ist praktisch das Eiweiß von so einem Shake verdaut. Und dann esse ich daheim, wenn ich den Shake abgenommen habe, dann esse ich eine halbe Stunde später, esse ich dann meine 4 Eier. Und dann habe ich praktisch sofort dieses Eiweiß über den Shake aufgenommen und schalte meine hormonelle Regeneration sofort an. Und das wäre also dann Sleep Low nach Dr. Feil, weil wir nicht nur auf Eiweiß und Fett nach der Mahlzeit setzen, sondern gezielt noch einen Eiweißshake davor platzieren und aufnehmen. Und wenn man jetzt noch eine Verbesserung dieser Regenerationsfähigkeiten macht, dann ist praktisch es wichtig, in den Shake noch 6 Gramm Arginin-Citrullin reinzumachen. Ihr wisst es vorher, Mitochondrien bilden, wirkt Arginin-Citrullin, es baut Ermüdung ab, das Ermüdungsmolekül Ammoniak wird abgebaut. Und deshalb klare Reihenfolge in der Zusammenfassung. Ihr trainiert, am besten vielleicht, wenn man es jetzt mal abends sieht, ihr trainiert abends um 19 Uhr, dann kommt ihr auf 20:30 Uhr nach Hause, dann nehmt dort einen Eiweißshake ohne Kohlenhydrate, zusätzlich eine Portion Level X, zusätzlich eine Portion Arginin, das ist der Arginin, was Ermüdung abbaut. Und dann anschließend nimmt ihr eure Mahlzeit, eiweißreich, ohne Kohlenhydrate, Gemüse und so weiter und noch Nüsse. Und dann Sleep Low heißt, dann geht er ins Bett. Natürlich könnt ihr noch, wenn ihr sagt, oh, ich will noch essen, noch eine Handvoll
Nüsse-Essen anschließen oder nochmals zwei Reihen dunkle Schokolade. Ihr geht mit dieser Strategie Sleep Low nicht hungrig ins Bett, sondern einfach ohne Kohlenhydrate. Und jetzt geht es praktisch über die Nacht ohne Kohlenhydrate. Wir wissen aus Untersuchungen, dass diese Sleep Low Strategie 300% mehr Mitochondrien nachher als Ergebnis hat im Vergleich zu jemandem, der abends Nudeln oder Kartoffeln oder Brot gegessen hat. Da seht ihr, das ist nicht, da geht es nicht um Peanuts, sondern das ist wow, da schaltet praktisch der Körper hoch, weil er muss dann praktisch über die ganze Nacht, hat er den Reiz, hey, der hat immer noch keine Kohlenhydrate zugeführt, ich muss immer noch Fett verbrennen, also noch mehr Mitochondrien her. Und das ist praktisch dieser Hochschaltereiz. Und Sleep Low geht dann noch, setzt noch einen oder setzt nochmals auf. Dann steht ihr morgens auf und fühlt euch ziemlich gut, weil die Regeneration mit dem Eiweißshake in Kombination mit Arginin, ja, dieser Regeneration ist ja richtig auf 100% gebracht worden. Und dann habt ihr noch eiweißreich und fettreich euch versorgt, hochwertig. Dann steht er gut erholt und auch frisch auf. Denkt daran, frisch bedeutet, ihr habt auch Arginin gespielt. Und dann macht ihr nüchtern den nächsten Lauf oder eure nächste Einheit, so 40 Minuten oder 60 Minuten. Und dann seht ihr, dann haben wir Sleep Low nach Dr. Feil mit vollem Herzen und mit in vollem Ausmaß gespielt. Und das sind die 5%, ja, die euer Körper innerhalb kurzer Zeit hochreguliert. Also nochmals eine Zusammenfassung. Nach dem Training einen Eiweißshake mit wenig Kohlenhydraten, zusätzlich 6 Gramm Arginin-Citrullin, dann anschließend eine große Portion Eiweiß, 4 Eier und dann ein bisschen Fett in Form von Nüssen, dunkle Schokolade und dann eben über die Nacht gehen und morgens noch eine nüchterne Einheit dran setzen. Und das Interessante ist, nach der nüchternen Einheit, ja, da könnt ihr wieder Kohlenhydrate essen, da könnt ihr dann sagen, so, und jetzt wird gefrühstückt, ja, jetzt kommt ein Dinkelcroissant oder auch zwei, ja. Da ist der Reiz über die Nacht vorbei. Und das ist der wichtigste Reiz, Sleep Low ordentlich zu spielen. Und das seht ihr, das ist gar nicht so schwierig. Wir haben das mit vielen Trainingsgruppen gemacht. Sleep Low über die Nacht mit niedrigen Kohlenhydraten zu gehen, vorher mit einer hochwertigen Eiweißversorgung, das wird eigentlich recht gut toleriert, ja, weil es keine große Einschränkung und schläft, ja. Und dann, wenn man sowieso dann vom Kopf her schon sagen kann, und morgens esse ich dann nach dem Nüchternlauf meine Haferflocken und so weiter, dann ist es fürs Gehirn recht locker zu erreichen. So, das war praktisch die Sleep-Low-Strategie. Hier in dem Bild habt ihr diese Unterstützer für die Sleep-Low-Strategie. Hier zum Beispiel auch wieder der Ultra Pro passt sehr gut rein, weil er keinen Zuckerzusatz hat. Und den kann ich dann auch noch essen, wenn ich dann um 22 Uhr oder 23 Uhr ins Bett gehe und habe noch das Gefühl, ich brauche noch was. Ja, dann kann man den auch nochmals essen. Und sonst eben die Strategie, hier mit dem Level X arbeiten, nach dem Training, hier wie ganz wenig Kohlenhydrate in der Portion. Die Kohlenhydrate sind hauptsächlich in Form von Ballaststoffe, die gar nicht kohlenhydratwirksam sind. Und wenn ich dann nach dem Training eine Portion Level X und eine Portion Add-on Amino nehme, ja, dann habe ich Eiweiß-Shake auf Nudelbasis gehabt und gleichzeitig das Arginin, ja. Dann wird die hormonelle Regeneration gleich angeschaltet. Und dann gehe ich heim, ja, und esse dann oder esse dann zu Hause diese Mahlzeit wenig Kohlenhydrate und gleichzeitig eben dann wieder Eiweiß und Fett. Und nochmals in der Garantie, ja, wenn ihr diese Sleep-Low-Strategie, wie ich es jetzt gezeigt habe, auch mit dem Level X und mit dem Add-on Amino, diesem Arginin, wenn ihr das spielt in 3 Wochen, werdet ihr spürbar schneller werden. Und diesen Schub merken. Und besonders ist dann noch das nüchtern Training morgens dazu zu nehmen. So, das war jetzt praktisch Thema F, ja, Fettstoffwechselaktivierung. Die Kunst praktisch mehr Fett zu verbrennen, mehr Mitochondrien zu bilden. Und das Interessante ist, was wir auch durch Studien und auch durch meine Athleten sehen, ist, der Effekt ist, dass ihr bei einem Wettkampf nicht nur zum Schluss schneller seid, sondern von Anfang an. Das heißt, ihr spürt dieses Mehr an Mitochondrien, so dass ihr
vom Start weg dann schnellere, bessere Leistungen habe. Das heißt, dieser Schub kommt nicht erst zum Schluss, dass man sagt, ja, man merkt es praktisch am Endspurt. Nein, man merkt es sofort vom Start weg, habt ihr eine höhere Renngeschwindigkeit oder könnt ihr eine höhere Renngeschwindigkeit durch dieses, wir nennen das mitochondriale Tuning, dann machen. Gut, dann gehen wir jetzt in den zweiten Bereich rein. Denkt daran, ja, alle Fragen aufschreiben, wir gehen dann zum Schluss in die Diskussion. Allgemeine Stabilität. Hier zeige ich euch einfach das Wichtigste, dass ihr 10, 20, 30, 40 Jahre einfach leistungsstark bleibt, dass ihr weitgehend von Verletzungen verschont bleibt. Und im Training ist es ganz wichtig, dass ihr, egal wie alt ihr seid, ja, dass ihr immer aufs Krafttraining achtet, weil wir brauchen praktisch eine stabile Körpermitte, wir brauchen einen stabilen Rücken. Wenn ihr da schlampert, ja, dann haben wir immer auch hier Schwächen. Und das kommt dann irgendwann mal raus. Und deshalb also achtet aufs Krafttraining, dann achtet aufs Ausrollen bei intensivem Training und achtet auch aufs Kaltduschen nach dem Training. Kaltduschen nach dem Training ist gut fürs Immunsystem und auch interessant, fördert weiterhin die mitochondriale Kapazität. Wenn wir dann weitergehen, zum nächsten Finger, die Frage ist, können wir auch Stabilität essen? Und die Antwort heißt klar, wenn ihr eure Ernährung mit Gewürzen versät, also hier zum Beispiel Ingwer, dann Pfeffer, Chili, Kurkuma, Zimt, ja, dann regeneriert euer Körper schneller. Genauso mit Kräutern. Hier empfehle ich euch immer viele frische Kräuter einzusetzen: Schnittlauch, ja, Basilikum, Petersilie und so weiter, Oregano. Diese Gewürze und auch die Kräuter solltet ihr therapeutisch in großen Mengen immer nach dem Training einsetzen. Also immer übers Gemüse, ja, oder auch in Quark rein, ordentliche Gewürzmengen. Bei den Gewürzen heißt es nicht ein Hauch von Zimt oder ein Hauch von Ingwer, sondern insgesamt eben 2 Teelöffel. Ja, 2 Teelöffel Ingwer, Kurkuma, dann Zimt und Pfeffer. Und je mehr ihr nehmen könnt im Bereich der Gewürze, desto schneller erholt ihr euch. Wichtig ist immer eine klare Aussage: Gewürze und Kräuter immer nach dem Training. Vor dem Training will ich keine Gewürze aufnehmen. Warum? Weil ich will den Trainingsreiz nicht abmildern. Die Gewürze, die schonen meine Muskulatur, schützen meine Muskulatur. Das will ich im Training nicht, sondern deshalb immer klare Aussage: Hochdosiert Gewürze, hochdosiert Kräuter, immer nach dem Training. Ihr könnt im Buch dann nachlesen, ja, was in den Kräutern drin steckt und welche Kombination von Kräutern besonders gut ist. Und dann komme ich zum Thema Darmstabilität. Ja, es geht ja, wir sind ja immer noch im Bereich allgemeine Stabilität drin. Und 80% eures Immunsystems sitzt im Darm. Wer einen guten Darm hat, ja, der nimmt besser die Nährstoffe auf. Wir haben Untersuchungen gemacht. Da hat man gesehen, dass wenn die Darmflora in Ordnung ist, ja, dann sind automatisch die Aminosäurenwerte im Blut auch höher. Das bedeutet, der Darm hat Einfluss eben im Bereich Resorption und deshalb ist es gut, wenn euer Darm in Ordnung ist und ihr habt ein besseres Wohlgefühl und letztendlich habt ihr durch einen guten Darm immer eine bessere Leistung. Und für Ultrasports habe ich 2 Produkte entwickelt. Das eine, die das Immunsystem praktisch unterstützen. 80% des Immunsystems sitzt im Darm. Das eine ist das Ingwer-Konzentrat, ja. Das müsst ihr mal probieren, oder das könnt ihr mal probieren, ja. Das Ingwer-Konzentrat, da stecken 1,3 Kilo frischer Ingwer in einer Flasche. Und jetzt auch im Sommer, ja, wenn es so heiß ist, ich habe das immer so ein Fläschchen neben mir auf dem Schreibtisch stehen. Und dann tue ich immer so ein paar Tropfen ins Glas Wasser rein. Das erfrischt einfach und da weiß ich einfach, dass mein Immunsystem stabil ist. Also immer so, auch auf Trainingslager empfehle ich immer, Ingwer-Konzentrat dabei zu haben. Und das andere Produkt, das wäre dann das Floratin. Ja, Floratin, da geht es eben ums Immunsystem mit Lactobakterien hochdosiert. Und das wäre halt dann auch auf Trainingslager mitzunehmen oder halt im Winter, wenn ihr merkt, ihr schwächelt, dann immer immunsteigernd Ingwer, auch frischen Ingwer nehmen und auch die Lactobakterien. So, dann kommen wir zum nächsten Finger, allgemeine Stabilität. Dann geht es um das Thema,
gibt es weitere schützende Nährstoffe, jetzt zum Beispiel, wie wird das Bindegewebe stärker? Und ich mache ja Nährstoffsteuerung im Hochleistungsbereich, im Spitzenbereich, jetzt seit 20 Jahren. Und ich sehe immer wieder, das Thema Bindegewebe ist häufig so der Bereich, wo es dann darum geht, schafft er jetzt den WM-Titel noch oder ist er vorher verletzt? Und deshalb empfehle ich immer meinen Athleten, das Bindegewebe also präventiv vorsorglich auf einem höchsten Level zu halten. Und ein Muss ist, die Ernährung kieselsäurereich zu gestalten. Kieselsäure reiche Lebensmittel wären Haferflocken, Naturreis, ja, auch Bananen. Jetzt sind diese drei Lebensmittel ja im Rahmen von Train-Low-Maßnahmen nicht praktisch immer empfehlenswert. Und deshalb ist immer die Frage, wo steckt noch Kieselsäure drin? Und hier arbeite ich mit der Pflanze, die am meisten Kieselsäure hat. Ja, das ist der Schachtelhalm. Ackerschachtelhalm hat am meisten Kieselsäure. Es gibt noch eine andere Pflanze, die heißt Bambus, ja, aber Ackerschachtelhalm ist bei uns die Pflanze, die praktisch präsent ist. Und deshalb empfehle ich euch allen, wenn ihr viel trainiert, wenn ihr regelmäßig trainiert, achtet auf euer Bindegewebe, die Sehnenbänder, Achillessehnen, Kniegelenke, die werden einfach stabiler, kräftiger, wenn ihr regelmäßig so einen Teelöffel Ackerschachtelhalm am Tag in ein Glas Wasser macht. Manche fragen auch, kann ich auch einen Ackerschachtelhalm-Tee trinken? Klar, geht auch. Aber der Tee muss dann 60 Minuten köcheln, damit die Kieselsäure rausgeht. Über Nacht stehen bleiben sollte der Tee und morgens können wir ihn auspressen und ausdrücken. Das machen auch manche, dass sie sagen, okay, ich mache am Sonntagabend immer so meine 2 Liter Ackerschachtelhalm-Sud, ja, und dann lasse ich den stehen und drücke den dann aus und dann habe ich praktisch jeden Tag ein ordentliches Glas zu trinken. Funktioniert auch. Wer weniger Zeit hat und sagt, halt mal, das ist zu aufwendig, jedes Mal so einen Ackerschachtelhalm-Tee zuzubereiten, dem empfehle ich dann einfach das von Ultrasports, das Konzentrat, das Ackerschachtelhalm-Konzentrat zu nehmen. Gut, das ist praktisch das Ackerschachtelhalm-Konzentrat, weil es einfach die größte Pflanze ist. Ein Teelöffel am Tag reicht aus. Dann im Buch habe ich da noch aufgeführt, wenn jemand tatsächlich mal verletzt ist, ja, dann gibt es auch eine klare Strategie, wie eine Verletzung im Bereich 40 bis 50% schneller ausheilen kann. Das könnt ihr im Buch dann nachlesen, welche Lebensmittel und welche Nährstoffe dann hier empfehlenswert sind. Dann gehe ich zum nächsten Finger. Bei allgemeiner Stabilität geht es auch um das Thema, wie sieht die Trainingsversorgung bei den langen Läufen aus? Und generell haben wir ja vorher gesagt, so die erste Stunde ja im Rahmen von Train-Low-Maßnahmen, möglichst mit Wasser und Salz. Wenn es dann die Belastung länger geht, dann ist die Frage, was sind gute Sportgetränke? Gute Sportgetränke brauchen Eiweiß dabei, also Kohlenhydrate und Eiweiß, so Verhältnis 3 zu 1, weil da gibt es gute Studien, die gezeigt haben, wenn ein Sportgetränk zusätzlich Eiweiß zu den Kohlenhydraten enthält, dann ist das Immunsystem stärker, dann sind Sehnen und Bänder in guten Versorgung und werden nicht abgebaut und zusätzlich ist die Leistung dann stärker. Und deshalb also bei langer Belastung im Training, dann empfehle ich eben verdünnte Sportgetränke zu nehmen und die dann sollten eiweißhaltig sein. Und ihr solltet immer darauf achten, dass in eurer Flasche oder bei der Versorgung dann im Training, dass da insgesamt ein Natriumanteil von 800 Milligramm pro Liter ist. Im Buch auch wieder erklärt, ja, wie viel Salz es dann ist, auch wenn er dann verdünnt, ja, dass er dann noch ein bisschen Salz dann dazu macht. Und so habe ich auch den Ultrabuffer aufgebaut. Aber das wisst ihr, weißt wahrscheinlich, da ist eben das Eiweiß drin, auch einen sehr hohen Natriumanteil. Gut, und jetzt komme ich bei dem allgemeinen Stabilitätsthema noch auf das Thema Regeneration. Einfach nochmals zum Verständnis. Das Thema Regeneration habe ich ja drüben beim Thema Fettstoffwechselaktivierung durch die Sleep-Low-Strategie ja schon erklärt. Und hier einfach nochmals als Erinnerung, wir brauchen praktisch eine gute Regeneration und dafür brauchen wir eben dann Getränke, die schnell im Körper abgebaut oder verdaut werden. Und das sind halt Getränke, Regenerationsgetränke, die brauchen Eiweiß. Das beste Eiweiß wäre Molkeneiweiß. Das schlechteste Eiweiß im Getränk wäre ein Soja-Eiweiß oder ein Weizen-Eiweiß. Es sind Eiweiße, die Entzündungen im Körper machen, auch die Schilddrüse angreifen. Und deshalb einfach dran denken,
Regenerationsgetränke, besonders bei regelmäßigem Training, enthalten Eiweiß, Zink, Magnesium, Selen. Und das sind, so habe ich auch den Level X und Refresher aufgebaut, dass es richtig gute, hochwertige Regenerationsgetränke sind. So, jetzt kommen wir zu der dritten Säule. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Die dritte Säule, Topfit am Wettkampftag. Ich habe schon gesagt, wenn ihr jetzt das 1:1 umsetzt, ja, dann spürt ihr eine Frische im Körper. Dann spürt ihr, dass ihr von Anfang an mehr Tempo gehen könnt. Und im Training, der Trainingsfinger als erstes, da ist es wichtig zu sagen, dass die letzte Woche vor einem Wettkampf muss das Training runtergefahren werden. Es klingt banal, aber viele machen das nicht. Die haben dann noch große Umfänge und besonders der Umfang muss runter. Wir können schon Intensitätsspitzen in der letzten Woche vor dem Wettkampf haben, aber der Umfang, der sollte so 50% von der Vorwoche nur noch haben, weil Umfang macht müde. Und deshalb das nächste Bild, da soll es verdeuten, ja, in der letzten Woche vorm Wettkampf tut man lieber die Beine hoch und regeneriert und freut sich auf den Wettkampf. Wenn wir dann in den nächsten Finger gehen, ja, Ernährung, ja, die Ernährung vor dem Wettkampf, die fängt eigentlich schon 7 Tage vorher an. Im Buch habe ich dann das auch so aufgelistet mit 7 Tage, letzten 3 Tage. So als Zusammenfassung, wir fahren eben die letzten Tage im Rahmen der Compete-High-Strategie. Wir füllen die Speicher auf. Die Speicherauffüllung im Kohlenhydratbereich braucht mindestens 3 Tage. Das heißt, wir fangen dann nicht, wenn ich einen Wettkampf am Samstag habe, am Freitag oder Donnerstag an, sondern 3 Tage brauche ich zum Aufladen. Und deshalb hier schon dran denken, jetzt kommt wieder praktisch die Compete-High-Phase. Wir laden natürlich nicht mit Weizen auf, Weizenbrötchen, sondern am besten mit Süßkartoffeln, mit Kartoffeln und Haferflocken, ja, hochwertige Kohlenhydratquellen. Dann ist es auch wichtig, so die Strategie zu überlegen, wie sieht es aus jetzt direkt am Wettkampf, morgen zum Beispiel, erst oder die Mahlzeit davor. Und früher hat man gesagt, ja, ein helles Brötchen und Honig, ja, so dass leicht verträglich ist, aber klar, das ist völlig überholt. Heute sagt man, wissen wir brauchen praktisch beim Frühstück oder bei der Vorwettkampfmahlzeit Kohlenhydrate, aber auch Eiweiß und auch Fett. Und eine gute Strategie wäre dann zum Beispiel, so einen Hirseauflauf zu machen. Rezeptur ist auch im Buch drin oder ein Hirsebrei zu machen, weil da kann ich ein Ei reinmachen, da kann ich ein weiches Ei noch extra essen. Ich kann in so einen Hirsebrei oder Haferbrei auch noch eine Banane reinmatschen. Wichtig ist also eine Kombination, die ihr kennt, ja, und die gut verträglich ist. Und jetzt kommen die Joker. Letztendlich könnt ihr überlegen, ja, was verträgt euer Körper? Und jetzt kommen die Joker. Die solltet ihr jedes Mal vor einem Wettkampf spielen. Wer rote Beete mag, ja, dem empfehle ich schon die rote Beete möglichst 7 Tage vorher immer wieder ein Glas zu trinken. Auch am Wettkampftag wäre super. Ein Glas rote Beete, so 1 bis 2 Stunden vorher zu nehmen, fördert einfach die du Durchblutung. Wer besser durchblutet ist, kann mehr Sauerstoff in den Körper reinbringen. Dann seht ihr hier auf dem Bild, was auch ganz wichtig ist, am Wettkampftag so 25 Gramm dunkle Schokolade, hier eine 70er am Wettkampftag. Die dunkle Schokolade hat, die 70er hat ein paar Kohlenhydrate, hat aber Eiweiß, hat auch Fett und macht mental stark, ja. Und sollte also nicht fehlen. Was auch nicht fehlen sollte, das seht ihr hier so Zimt, ja. So einen Teelöffel Zimt vor dem Wettkampf aufgenommen, passt auch in jede Strategie rein, weil es einfach den Blutzuckerspiegel stabil hält. Und jetzt kommt noch eine Koffeinstrategie. Die bessere Strategie, wie Kaffee, was hier praktisch abgebildet ist, wäre über Grüntee zu gehen. Koffein geht schnell ins Blut, geht aber wieder runter. Das ist dann gut beim 5-Kilometer-Lauf oder bei 10.000 Meter. Aber wenn ich einen Halbmarathon laufe oder einen Triathlon mache, dann will ich eigentlich von Anfang an ein Koffein, was praktisch im Körper hoch bleibt und langsam abgebaut wird. Diese Koffeinanregung, die Koffeinwirkung ist nicht nur fürs Gehirn gut, dass ich sage, ich bin unter Spannung, ja, ich gebe heute alles, sondern das Koffein fördert auch den Fettstoffwechsel. Fettverbrennung nochmals am Wettkampftag. Und die bessere Strategie statt Kaffee wäre deshalb mit Grüntee, weil hier bleibt praktisch der Koffeinanteil
Eiweißanteil im Blut hoch, wird nicht so schnell abgebaut. Und ihr braucht ungefähr 300 Milligramm Koffein. Und das wäre zum Beispiel in einem Grünteebeutel gerechnet, dass ihr 6 bis 7 Grünteebeutel in 100 Milliliter Tee so eine Stunde vorher oder 1,5 Stunden vorher mal auflöst oder reinhebt. Natürlich ist es eine ganz bittere Brühe, aber 100 Milliliter kann ich ja schnell wegexen. Und dann merkt ihr, wow, das ist praktisch Koffein, was nicht nur hoch und runter geht, sondern da seid ihr richtig mental stark. Das wäre also auch im Buch dann noch erklärt. Schaut es einfach dann nochmals nach. Und für alle, die eine gute Lösung haben wollen, die sagen, oh, ich will kein Hirsebrei und kein Haferbrei machen, weil es so aufwendig, dem empfehle ich dann einfach, den Starter zu nehmen. Ja, den Starter, den habe ich für Ultrasports entwickelt, jetzt auch neu mit zusätzlich rote Beete drin. Ja, der schmeckt jetzt richtig auch gut mit Erdbeer, gefriergetrockneten Inhaltsstoffen drin. Und da könnt ihr jetzt in den Starter zusätzlich auch das Zimt reinmachen, also diesen Teelöffel, ja. Und dann haben wir einfach eine gute Basis, der Starter wird sehr gut vertragen und ihr merkt dann einfach, das belastet den Körper nicht. So, dann geht es weiter. Jetzt kommen weitere Fragen zum grünen Finger. Gibt es weitere Nährstoffe außer dem Zimt und dem Grüntee, die eure Leistung beim Wettkampf unterstützen? Und diese schützenden Nährstoffe, die seht ihr hier. Das eine ist Rhodiola. Rhodiola ist Rosenwurz, eine Pflanze aus Sibirien, und das andere ist Ingwer. Und die beste Strategie wäre, in eure Frühstückszeremonie, dass ihr da auch richtig viel Ingwer zu euch nehmt. Jetzt Rhodiola gibt es auch nicht zu kaufen, aber ihr könnt so 1 bis 2 Teelöffel Ingwerpulver auch noch in den Starter reinmachen. Der Starter ist also dankbar. Der kann den Teelöffel Zimt aufnehmen, der kann dann auch 1 bis 2 Teelöffel Ingwerpulver aufnehmen. Was bringt Ingwer? Ingwer hält euer Blut flüssig. Und ich weiß, dass viele, selbst Hobbysportler, nehmen am Wettkampftag Aspirin, um das Blut ein bisschen zu verdünnen. Aspirin ist aber schlecht, ist grottenschlecht, weil Aspirin geht auf Magen und Darm, ja. Und es belastet den Körper, ja. Feine Blutgefäße werden angegriffen. Aber wir wollen schon eine Blutverdünnung haben am Wettkampftag und da ist Ingwer ideal. Und da reicht dann nicht ein Hauch Ingwer, sondern eben die 1 bis 2 Teelöffel Ingwerpulver. Ingwer macht also das Blut dünner und Ingwer hat zusätzlich das Potenzial, dass die Muskulatur geschützt wird vor Entzündungsreaktionen. Das bedeutet für euch, wenn ihr vor dem Wettkampf 1 bis 2 Teelöffel Ingwerpulver zu euch genommen habt, dann könnt ihr viel länger bei 100, 110% euch belasten, ohne dass der Muskel sich entzündet. Und neue Informationen auch, Ingwer schützt vor Muskelkrämpfen. Und deshalb, also Ingwer darf nicht fehlen. Und deshalb diese Strategie, ja, nehmt den Starter, da könnt ihr dann Zimt reinmachen, einen Teelöffel, und zusätzlich 2 Teelöffel Ingwerpulver. Und ihr habt ja vorher das Ingwer-Konzentrat gehabt, ja. Das wäre, ihr wisst ja, wie stark das ist, die das kennen. Und das wäre also auch eine Strategie, 1 bis 2 Teelöffel in den Starter reinzumachen. Es ist dann ein bisschen scharf, aber das ist dann richtig, richtig effektiv, ja, in der Leistungsvorbereitung. Und dann seht ihr, wenn man jetzt an die Wettkampfversorgung kommt, es drauf an, wie lang euer Wettkampf ist. Ja, wenn natürlich noch ein 10-Kilometer-Lauf da ist, dann nehme ich nichts auf. Ja, auch bei allen Belastungen, die nur eine Stunde dauern, ja, dann nimmt man vielleicht mal ein paar Schluck Wasser, aber das hat euer Körper praktisch dann diese Kapazitäten, da braucht ihr nichts aufnehmen. Wenn aber jetzt die Belastung länger geht, ja, wenn ihr zum Beispiel eine Radflasche dabei habt oder so kleine Fläschchen an einem Trinkgürtel, dann empfehle ich euch auch, nehmt ein hochwertiges Getränk und packt da wieder so ein Ingwer-Konzentrat rein, ja. Ingwer erhöht einfach die Stabilität im Magen und dann habt ihr wiederum diese leistungssteigernde Getränkemischung mit dem Ingwer drin. Also Ingwer ist für mich ein richtiger Faktor für die Top-Leistung am Wettkampftag.
Das ist also Wettkampfversorgung, klar, da nimmt man dann je nach Länge Gels. Ihr wisst, bei Ultrasports habe ich die Gels, auch den Gel-Chip ja extra mit Rhodiola angereichert. Das war der Grund, ja, ihr habt das ja vorher gesehen, dass Rhodiola die Pflanze ist, die auch mental kräftigt. Das ist eben der Grund, warum die Ultrasports-Produkte Gel-Chip und auch das Level-X Rhodiola enthalten. Gut, wenn wir dann jetzt dann durch sind, dann zählt auch Top-Leistung am Wettkampftag. Jetzt kommt noch der gelbe Finger. Natürlich ist, wenn man dann im Ziel ankommt, Bestzeit läuft, ja, mit der Fast-Strategie habt ihr das Potenzial für neue Zeiten. Denkt einfach daran, es sind 300% mehr mitochondriale Bildungskapazitäten durch die Sleep-Low-Strategie locker drin. Dann ist die Frage, was macht man im Ziel? Ja, viele trinken dann Bier und feiern, klar, alles gut, aber bevor praktisch gefeiert wird, empfehle ich dann auch wieder ein Regenerationsgetränk zu nehmen. Regenerationsgetränk, am besten wieder mit Molken Eiweiß, Zink, Selen, Magnesium, wie in der Sleep-Low-Strategie, also ein Refresher trinken oder das Level X trinken und anschließend, ja, dann kann ich feiern. Ihr werdet es merken, dass dann einfach der Körper schneller regeneriert. Natürlich darf auch das Arginin im Ziel nicht fehlen, weil dadurch einfach die Muskulatur viel frischer wieder ist und die Belastung, die Wettkampfbelastung schneller wegsteht. So, jetzt guck mal, was wir da noch haben. Genau, das war jetzt ein Schnelldurchgang durch die Fast-Formel. Wenn ich jetzt überlege, was ist die stärkste Form ja eurer Leistungsentwicklung, das ist die Sleep-Low-Strategie. Ja, über die Nacht mit einer guten Eiweißversorgung dann ins Bett zu gehen, über Nacht zu kommen, ohne Kohlenhydrate und morgens noch ein Nüchtern-Training draufsetzen. Und dann habt ihr praktisch diese mitochondriale Ansteuerung voll ausgesteuert. Und wenn ihr dann noch auf eure Sehnen und Bänder, das Bindegewebe, auf Ackerschachtelhalmversorgung achtet und immer wieder nach dem Training richtig viel Kräuter und Gewürze esst, ja, und dann am Wettkampftag die Strategien umsetzt, ja, dann wird das eine richtig super Saison. Oder dann könnt ihr praktisch einfach neue Zeitlimits mit Freude ansteuern. So, jetzt seid ihr dran. Ja, jetzt könnt ihr eure Fragen posten. Ja, natürlich können wir jetzt in diesem Webinar nicht alles erklären. Ja, weil kommen nicht alle durch. Aber ich habe meinen Webinar-Manager hier und der fasst so die Fragen zusammen, gibt sie mir durch, so dass ich dann das meiste dann doch beantworten kann. Hier die Frage, wie stehe ich zu Superfoods? Chia, klar. Superfoods, Chia, cool, ja, die sind gut. Das Chia hat noch mehr Omega-3-Fettsäuren wie Speiseleinöl. Und diese Superfoods sollten praktisch einfach integriert werden, super zu integrieren im Rahmen von Sleep-Low-Strategien. Das heißt, so Chiasamen oder Leinöl einfach im Rahmen Sleep-Low noch dazu nehmen. Also wichtig, im Rahmen von Sleep-Low. Auch Leinöl, ja. Manche sagen, egal wie, die nehmen einfach noch 3 Teelöffel Leinöl, Speiseleinöl nach dem Essen. Wir brauchen gute Fettsäuren und deshalb insgesamt haben die Superfood-Lebensmittel natürlich eine hohe Mineraliendichtung, also ideal. Okay, nochmals zu der Sleep-Low-Strategie. Danke, dass die Frage gestellt wird. Ich habe ja vorher jetzt Sleep-Low gesagt, am leichtesten kann man das abends machen. Das ist zum Beispiel, wenn das abendliche Training um 18 Uhr ist, dann gehe ich nach Hause um 20 Uhr nehme ich meinen Eiweißshake mit praktisch wenig Kohlenhydraten, aber dann möglichst Molken Eiweiß, nehme vielleicht noch das Arginin dazu und dann esse ich kohlenhydratfrei. Und dann gehe ich ins Bett. Und dann mache ich morgens ein nüchtern Training. Jetzt, wenn jemand sagt, ich trainiere aber morgens, ja, dann könnte er auch das so machen, dass er sagt, okay, ihr könnt morgens euer Training, also so um 9 Uhr machen, und dann kommt er um 10 Uhr, 10:30 Uhr nach Hause, und dann um 10:30 Uhr nimmt er dann einen Eiweißshake ohne Kohlenhydrate oder mit wenig Kohlenhydraten, anschließend esst er dann eure 4 Eier und Gemüse. Und jetzt wird praktisch nach diesem, dann ist es so vielleicht 11 Uhr, und dann spielen wir das 8-Stunden-Fenster, auch wieder ohne Kohlenhydrataufnahme. Das heißt,
Das geht dann auch, dann esse ich dann abends wieder. Und dann hat man praktisch, dann esse ich abends wieder, aber mache vielleicht um 18 Uhr noch ein kleines Training. Dann hat man praktisch den gleichen Effekt. Ich hab praktisch nach dem Training dann low, nicht geschlafen. Ich habe dann halt nur Eiweiß zu mir genommen und bin dann praktisch in der nächsten Trainingseinheit um 18 Uhr, mache ich noch einen nüchternen Lauf. Also wenn jemand bei intensivem Training Magenprobleme hat oder Durchfall, dann gibt es zwei Strategien. Das erste wäre, dass man vor dem intensiven Training den Magen stärkt. Magen stärken würde dann mit Ingwer. Das heißt, dann trinkt man Ingwerwasser so 30 Minuten vorher, um den Magen ein bisschen zu stabilisieren. Auch eine Möglichkeit wäre, so, obwohl jetzt Kohlenhydrate ein bisschen stören, aber wenn ich zum Beispiel einen halben Haferkeks eine Stunde vorher esse, dann ist es so wenig Kohlenhydrate und Hafer hat einfach die Kapazität, den Magen ein bisschen zu beruhigen. Also irgendwie was Magenberuhigendes zu nehmen. Und Durchfälle ist einfach dann bei intensiven Einheiten, da würde ich dann einen so eine Stunde vorher oder 1,5 Stunden vorher einen Schwarztee trinken, der 10 Minuten gezogen ist. Und dieser hohe Gerbsäureanteil, der sorgt dafür, dass der Darm beruhigt. Also hier jetzt die Frage mit dem Arginin-Citrullin. Die Studien zeigen nach dem Training 6 Gramm Arginin-Citrullin. Also früher haben wir ja nur Arginin gehabt. Jetzt seit diesem Jahr haben wir die 6 Gramm zusammengestellt mit 4 Gramm Arginin und 2 Gramm Citrullin, weil wir gesehen haben aus Studien, die Kombinationswirkung ist stärker. Und das reicht, wenn ich dann nach dem Training diese 6 Gramm Arginin-Citrullin habe. Einmal praktisch. Und dann, wenn ich jetzt zweimal am Tag trainiere, dann würde ich praktisch nach jedem Training diese 6 Gramm nehmen. Und ich sage es aber schon, unsere Top-Athleten ja in der Weltspitze, die sich in der Weltspitze befinden, die sagen immer, Arginin-Citrullin ist der stärkste Trigger. Die nehmen dann, wenn die jetzt zum Beispiel 25 Stunden in der Woche trainieren, die nehmen dann 3 Portionen am Tag. Aber das selbe, das kommt darauf an, wo man sich jetzt einordnet. Wichtig ist ja zunächst mal nach dem Training, besonders wenn es hart war, diese Arginin-Citrullin-Mehl zuhören. Ja, hier ist die Frage, ein Proteinshake nach dem Training, trinkt man den jetzt mit Wasser oder mit Orangensaft? Klar, mit Orangensaft empfehle ich den nicht zu trinken. Warum? Weil da kommt einfach dann die Kohlenhydratmenge gleich rein und der Körper sagt, Gott sei Dank gibt es ein bisschen Kohlenhydrate, ja. Und deshalb also empfehle ich so einen Eiweißshake entweder nur mit Wasser anzumachen, wenn jemand sagt, ah, mit Wasser mag ich das nicht so. Aber ihr könnt es mal probieren, Level X, die neue Rezepturen sind richtig, richtig gut. Die kann man mit Wasser einfach sehr schmackhaft trinken. Wenn jemand sagt, ich will ein bisschen mehr Geschmack drin haben, dann empfehle ich halb Wasser, halb Milch, ja, Vollmilch. Dann hat man immer noch fast keine Kohlenhydrate drin, das reicht dann auch noch. Ja, hier die Frage, wenn jemand keine Milchprodukte verträgt, dann kann es sein, dass ein Eiweißshake auf Molkeneiweißbasis vertragen wird, weil Molkeneiweiß nicht allergenhaltig ist. Also die Fraktionen bei Milch sind meistens im Caseinbereich. Das heißt, mal probieren, das Level X oder das Molkeneiweiß im Level X, das ist grasgefüttert, hat eine hohe Qualität und ist laktosefrei. Und deshalb würde ich es mal probieren. Wenn man jetzt überlegt, wo sind vegane Lösungen, dann wäre es, geht ins Internet, googelt Nussmehle und dann könnt ihr Mandelmehl euch besorgen oder Kürbiskernmehl. Diese Mehle enthalten 40 bis 50% Eiweiß und dann könnt ihr praktisch nach
Dann könnt ihr nach dem Training so einen Mandelmehl-Shake machen oder das sind auch fast keine Kohlenhydrate drin, also würde ideal passen, oder so ein Kürbiskern-Eiweiß-Shake. Und dann könnt ihr da noch das Arginin-Citrullin reinmachen, ja, dann ist das auch sehr, sehr gut. Ja, hier noch die Frage Soja-Eiweiß als Zwischenmahlzeit. Wir empfehlen, Soja ganz wegzulassen oder weitgehend wegzulassen. Warum? Weil Soja enthält Lektine und die Lektine erhöhen Entzündungen. Und wenn Entzündungen erhöht sind, ist die Regeneration länger. Und bei Soja wissen wir auch, wer regelmäßig Sojaprodukte, Soja-Eiweiß, Sojariegel zu sich nimmt oder auch Tofu, dann wird die Schilddrüse belastet. Und deshalb also Soja würde ich auch nicht als Zwischenmahlzeit nehmen, sondern Soja würde ich ganz weglassen. Also, hier die Frage, wenn am 20.08. ein Radrennen stattfindet, über, glaube ich, 120 Kilometer war das, macht es Sinn, jetzt in die Low-Carb-Strategie reinzugehen? Ganz schön, dass die Frage kommt. Wir fahren nicht die Low-Carb-Strategie, sondern Sleep Low ist eine klare Strategie, über die Nacht mit wenig Kohlenhydraten zu gehen, dann morgens noch ein nüchtern Training einzusetzen und dann ist der Trainingsreiz vorbei. Dann kann ich auch nach dem Frühstück ja meine Haferflocken und so weiter und mein Dinkelbrot essen. Und die neueste Studie hat gezeigt, wenn diese Sleep Low Strategie, wenn ich das auch noch mit Arginin und Citrullin mit dem Shake praktisch ergänze, dass dann innerhalb von einer Woche, wenn ich dreimal Sleep Low mache, morgens noch nüchtern trainiere, innerhalb einer Woche habe ich 3%, sogar 3,2% Steigerung. Und das kannst du sofort machen. Innerhalb von einer Woche lernt praktisch der Körper, hey, der will mehr Mitochondrien bilden. Und dann hast du tagsüber, hast du ja Kohlenhydrat, kannst du dich kohlenhydrathaltig ernähren. Und das wäre praktisch ein klares Ja, Sleep Low Strategie sofort einsetzen. Du musst nur gucken, dass du praktisch Complete High, die Auffüllung vom Wettkampf genügend Zeit hast. Und auch die Strategie, diese intensiven Einheiten nicht im Low machen, sondern aus dem gefüllten Speicher. Dann kannst du praktisch dreimal Sleep Low Strategie in der Woche machen. Zweimal hast du ein Tempotraining, da machst du praktisch ein Auffüllen und dann ist es wird es ein super Ergebnis geben. Hier die Frage Eiweiß, Konzentrat oder Isolat. Auch hier eine klare Aussage. Wir lehnen die oder ich lehne die Eiweiß-Isolate ab, weil die sind verarbeitet, die haben nicht den Gehalt des natürlichen Eiweißes in verschiedenen Stoffen. Beim Molkeneiweiß ist es bekannt, da fehlen die Immunglobuline. Immunglobuline, das sind praktisch die Stoffe, ja, die für das Immunsystem auch wichtig sind. Und deshalb also lieber ein Konzentrat, weil das einfach das Natürliche ist und da noch der volle Immunglobulingehalt jetzt beim Molkeneiweiß drin ist. Also bei einer Langdistanz von 14 Stunden, klar, kann man nicht nur Gels nehmen. Das weiß ich gar nicht, warum das so Sitte geworden ist, dass viele Ironman-Athleten sich dann die Gels in die Flasche reindrücken, weil da ist zu wenig Eiweiß drin, ja, in so einem Gel. Da geht man nur auf Kohlenhydrate. Und deshalb empfehle ich insgesamt auf der Langdistanz genau zu planen, was man praktisch ins Rad tut. Und im Buch habe ich dann unterschieden zwischen olympische Distanz und dann auch Langdistanz und die Mitteldistanz, was man im Rad aufnehmen kann. Weil im Rad fahren wir die Bunkerstrategie. Im Rad hat man ja so eine gehaltene Position, da ist der Magen sehr ruhig, da kann mehr durchgehen. Und deshalb könnt ihr es mal nachgucken, wie viel Arginin kommt in die Radflasche rein. Wichtig ist eben, dass auch Salz drin ist. Und jetzt die Aussage, ich kann ja kein
kein Bismarck-Hering essen. Klar, häufig ist es so, dass manche sagen, ich kann praktisch bei einer Langdistanz, wenn ich jetzt die 14 Stunden brauche, kann ich irgendwann die Gels und auch süße Getränke nicht mehr sehen. Und dann wäre es gut, wenn man irgendwo jemand deponiert oder jemand steht, der dann halt vielleicht so eine Flasche mal reicht, wo eine Gemüsebrühe drin ist. Also was Salziges, wo ich dann vielleicht auch Haferflocken aufgelöst habe. Oder noch einfacher wäre es eine Kartoffelsuppe. Und dann passt es dann viel, viel besser. Und was wir nächstes Jahr machen, wäre, wir haben es einige Ironman-Versorgungsathleten oder Athleten, wo wir die spezielle Radmischung jetzt getestet haben, wo dann Taurin drin ist, wo dann Rhodiola drin ist, wo praktisch auch dann der Grüntee drin ist, auch der Ingwer. Und das sind also praktisch Mischungen, die werden wir im nächsten Jahr so Anfang der Saison ankündigen, die man dann sich besorgen kann. Was ich vielleicht an dieser Stelle auch noch gern sage, ist, es ist mir bewusst, ja, dass jetzt dieser Schnelldurchgang durch die Fastformel schon viele jetzt so ermüdet hat vielleicht oder dann gedacht hat, oh, das ist so anstrengend. Nein, Sleep Low ist ganz einfach. Das könnt ihr umsetzen. Ja, konzentriere dich auf die Dr. Feis Sleep Low Strategie. Wenn ihr das mal erlernen wollt, ja, so 3, 4 Tage lang mit Sleep Low, auch mit den richtigen Kräftigungsübungen, die richtig die Körpermitte stabilisieren, ja, mit tollen Rezepten, dann könnt ihr auch auf meiner Dr. Feis-Seite mal hingucken, Richtung Seminare klicken. Die Iki, meine Tochter, die macht mit dem Tobias, das ist praktisch auch ein Physiotherapeut, ein sehr, sehr fortschrittlicher Physiotherapeut aus unserer Forschungsgruppe, die machen ein Fast-Seminar. Ich glaube, dieses Jahr noch. Schaut einfach mal dazu. Das wäre dann auch praktisch die Ergänzung, das mal in der Praxis nochmals durchzumachen und zu checken, ja, mache ich alles richtig. Ja, dann sind wir, glaube ich, so am Schluss. Es ist mir bewusst, ihr habt noch Fragen oder manchmal kommen eure Fragen dann 2 Tage später. Stellt die Fragen in die Facebook-Gruppe, in die Fast-Facebook-Gruppe. Da können wir dann auch immer mal wieder was dazu reinposten, wenn Fragen offen sind. Und in der Facebook-Gruppe sind so viele Spezialisten da. Bin ich immer völlig fasziniert, ja. Und es freut mich ja, dass die Fast-Gruppe in Facebook so aktiv ist und macht so weiter. Und wenn da noch was offen bleibt, dann gehe ich da mit rein. So, also, dann wünsche ich euch viel Spaß, ja. Ran ans Training, ran an die Sleep-Low-Strategie und freut euch auf diese mitochondriale Revolution in eurem Körper. Ich bin sicher, dass einige Posts kommen, dass die dann sagen, wow, ich fühle mich in einer anderen Liga. Also, macht's gut. Schön, dass ihr da wart. Ciao.